Hallo und herzlich willkommen zu der Videoreihe Recht und Wirtschaft für Azubis auf Deutschland Explained. Eine Reihe für alle Azubis mit rechtswissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern und jeden, der sich dafür interessiert. Heute Gewaltenteilung und Rechtsquellen. Los geht's! Schon im ersten Video sind wir auf den Rechtsstaat gestoßen. Auch die wirksame Gewaltenteilung ist ein wesentliches Element des Rechtsstaates. Die Lehre geht davon aus, dass ein Staat unter anderem dann ein Rechtsstaat ist, wenn sich das staatliche Gewaltmonopol auf drei Bereiche aufteilt, die voneinander unabhängig sind und sich gegenseitig kontrollieren. Eine dieser drei Gewalten ist die Legislative, die gesetzgebende Gewalt. Hierzu gehören der Bundestag und die Parlamente der Bundesländer. Diese beschließen formelle Gesetze und geben somit die Rechtsordnung in der Bundesrepublik und den Bundesländern vor. Sie können also ganz entscheidend beeinflussen, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt. Die Abgeordneten sind dabei jedoch an die jeweilige Verfassung, also das Grundgesetz oder die Landesverfassung gebunden. Das Gesetzgebungsverfahren sehen wir uns in einem späteren Video noch genauer an. Die Ausführung der Gesetze obliegt der Exekutive. Diese wird auch ausführende oder vollziehende Gewalt genannt. Sie besteht aus der Bundesregierung und den Landesregierungen mit ihren Ministerien, den meisten Bundes- und Landesbehörden und allen Kreis-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen und den meisten sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die Behörden der Exekutive haben grundsätzlich nicht zu hinterfragen, ob gesetzliche Regelungen aus ihrer Sicht richtig oder falsch oder verfassungsmäßig sind. Ihre Aufgabe ist es lediglich, die geltenden Gesetze auszuführen. Sie müssen dabei allerdings auch die Entscheidungen der dritten Gewalt, der Judikative, beachten. Die Judikative, auch rechtsprechende Gewalt genannt, umfasst die gesamte Gerichtsbarkeit, also alle Bundes- und Landesgerichte. Die Hauptaufgabe der Gerichte ist es, Entscheidungen der Exekutive daraufhin zu überprüfen, ob diese formell und materiell mit dem geltenden Recht, also den EU-Verordnungen, Verfassungen, Gesetzen und der übrigen Rechtsprechung in Einklang stehen. Sie prüfen, ob eine Entscheidung von der Art und Weise, wie sie entstanden ist und mit ihrem Inhalt richtig ist. Die Richtigkeit der Art und Weise nennt man formelle Rechtmäßigkeit, die Richtigkeit des Inhalts nennt man materielle Rechtmäßigkeit. Die jeweiligen Voraussetzungen an die formelle und materielle Rechtmäßigkeit werden wir uns ebenfalls in einem späteren Video gemeinsam anschauen. Vereinfacht gesagt entscheidet das Gericht darüber, ob die Behörde richtig gearbeitet hat. Hat sie dies nicht getan, wird die Behördenentscheidung vom Gericht abgeändert oder aufgehoben. Eine weitere Aufgabe der Gerichte ist es, darüber zu entscheiden, ob die vom Parlament erlassenen Gesetze im Einklang mit der Verfassung und dem europäischen Recht stehen. Das nennt man Normenkontrolle. Diese unterteilt sich noch in die inzidente Normenkontrolle und die abstrakte Normenkontrolle. Die inzidente Normenkontrolle greift dann, wenn aufgrund einer konkreten behördlichen Entscheidung vom Gericht bezweifelt wird, dass das von der Behörde verwendete Gesetz verfassungsmäßig ist. Zum Beispiel könnte jemand gegen seinen Grundsteuerbescheid klagen. Der Grundsteuerbescheid ist eine Einzelfallentscheidung der Behörde. Der Bescheid wurde erlassen auf Grundlage des Grundsteuergesetzes. Das Gericht könnte bei der Überprüfung des konkreten Bescheides nun Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Regelungen zur Grundsteuer im Allgemeinen haben und das Grundsteuergesetz überprüfen. Kommt es zu dem Ergebnis, dass das Gesetz gegen die Verfassung verstößt, kann es außer Kraft gesetzt werden. Die abstrakte Normenkontrolle wird durchgeführt, wenn sie von der Bundesregierung, einer Landesregierung oder aus der Mitte des Bundestages beantragt wird. Dabei wird, unabhängig von einer Entscheidung in einem Einzelfall, die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes überprüft. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet dann zum Beispiel darüber, ob das neue Gesetz zum Wahlrecht verfassungskonform ist oder nicht. Wenn nicht, kann es das Gesetz außer Kraft setzen, noch bevor es überhaupt zum ersten Mal zur Anwendung kommt. Auch zu diesen Themen werde ich in den späteren Videos nähere Erläuterungen folgen lassen. Nun befassen wir uns etwas mehr mit der Frage, woher Recht eigentlich kommt. Recht findet sich in sogenannten Rechtsquellen. Eine Rechtsquelle ist also die Herkunft für rechtliche Vorschriften. Die wohl bekannteste Rechtsquelle ist das Gesetz.
Wie bereits in der ersten Folge angesprochen, werden formelle Gesetze durch die Parlamente, also den Bundestag und die Länderparlamente, beschlossen. Gesetze gelten mit Inkrafttreten unmittelbar gegen und für die Bürger, Unternehmen und Behörden. Ein Gesetzgeber ist auch die Europäische Union. Hier werden EU-Richtlinien und EU-Verordnungen verabschiedet. EU-Richtlinien sind von den Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten innerhalb einer bestimmten Frist in nationale Gesetze umzusetzen. EU-Verordnungen gelten direkt auf dem gesamten Gebiet der Europäischen Union, und zwar ebenfalls gegen alle natürlichen und juristischen Personen und Behörden. Eine weitere Quelle ist die von mir schon im ersten Video angesprochene Rechtsprechung. Damit ist die Gesamtheit der gerichtlichen Entscheidungen, also im Wesentlichen Urteile und Beschlüsse, gemeint. Diese werden auch Richterrecht genannt. Die Behörden und Parlamente haben sich an die Entscheidungen der Gerichte zu halten. Für den Bürger gilt die Rechtsprechung in der Regel nicht unmittelbar. Behördliche Umsetzungsakte, das sind in der Regel Bescheide, sind ebenfalls Rechtsquellen. Diese entstehen in der Regel durch den Erlass von sogenannten Verwaltungsakten. Durch diese werden die gesetzlichen Regelungen für einen Einzelfall umgesetzt. Die Details hierzu werden wir uns in einem späteren Video über das allgemeine Verwaltungsrecht anschauen. Das zivilrechtliche Gegenstück zum Verwaltungsakt sind Rechtsgeschäfte. Auch sie sind Rechtsquellen. Hierzu zählen zum Beispiel Arbeitsverträge, Kaufverträge, Mietverträge, allgemeine Geschäftsbedingungen, Tarifverträge, dingliche Rechte und viele mehr. Auch diese Dinge betrachten wir in einem späteren Video zum Thema Zivilrecht genauer. Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts gibt es auch ortsgebundene Rechtsquellen. Das sind zum Beispiel die Satzungen der Kreise, Städte und Gemeinden. Ohne Parlament zu sein, ist es das Recht der Kreistage, Stadträte und Gemeinderäte, ihre Angelegenheiten allgemein durch Satzungen regeln zu dürfen. Daher haben Satzungen zwar Gesetzescharakter, denn sie gelten unmittelbar gegen den Bürger und sie sind allgemein regelnd, aber sie sind eben nicht durch ein formelles Gesetzgebungsverfahren entstanden. Sie entstehen durch Beschluss der Exekutive. Deswegen werden Satzungen auch als materielle Gesetze bezeichnet. Eine Satzung kann zum Beispiel die Hundesteuer für eine Stadt festlegen. Rechtsverordnungen sind ebenfalls materielle Gesetze, denn sie werden durch die Ministerien erlassen. Die Ministerien gehören zur Exekutive. Um eine Rechtsverordnung in einem bestimmten Bereich erlassen zu dürfen, benötigen sie ebenfalls eine Erlaubnis vom Gesetzgeber. Diese heißt in diesem Fall nicht Ermächtigungsgrundlage, sondern Verordnungsermächtigung. Der Gesetzgeber schreibt solche Verordnungsermächtigungen in seine Gesetze, um den Ministerien die Möglichkeit zu geben, die allgemeinen Rahmenbedingungen, die das Gesetz vorgibt, in gewissem Maße einzuschränken. Eine Rechtsverordnung darf also nur auf Grundlage eines Gesetzes erlassen werden. Die Rechtsverordnung gilt unmittelbar. Auch das Grundgesetz als Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland und die Landesverfassungen sind Rechtsquellen. Alle Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsakte, Urteile, Satzungen und so weiter müssen mit dem Grundgesetz bzw. der jeweiligen Landesverfassung in Einklang stehen. Auch gegen EU-Recht dürfen sie nicht verstoßen. Rechtsquellen gelten örtlich grundsätzlich für den Bereich, für den sie erlassen sind. Das Grundgesetz gilt für die gesamte Bundesrepublik Deutschland, das Polizeigesetz NRW gilt für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen. Die Hundesteuersatzung der Stadt Düsseldorf gilt für Düsseldorf und die Herrn Müller erteilte Baugenehmigung gilt für das von ihm beantragte Bauvorhaben auf seinem konkreten Baugrundstück. Allerdings kann der örtliche Geltungsbereich auch eingeschränkt werden. Zum Beispiel kann die Kreisverwaltung beim Ausbruch einer Tierseuche durch Allgemeinverfügung einen Sperrbezirk von 10 Kilometern um das Seuchenausbruchsgehöft einrichten. Die speziellen Vorschriften der Allgemeinverfügung gelten dann nur für die Gehöfte innerhalb dieses Sperrbezirks. Alle Gehöfte außerhalb des Sperrbezirks, die sich aber innerhalb des Kreisgebietes befinden, sind an diese Vorschriften nicht gebunden. Auch in zeitlicher Hinsicht kann der Geltungsbereich von Rechtsquellen beschränkt sein. Grundsätzlich gilt ein erlassenes Gesetz oder ein bekanntgegebener Verwaltungsakt unbegrenzt. Wird aber zum Beispiel das Gesetz geändert, so gilt nur noch die neue Fassung. Heutzutage ist es auch üblich, dass Gesetze mit einer Vorschrift versehen werden, die eine Überprüfung des Gesetzes zu einem bestimmten Datum vorschreibt.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass Gesetze, die sich als unwirksam herausgestellt haben oder die nicht mehr benötigt werden, wieder aufgehoben werden. Auch Verwaltungsakte und Verordnungen können von den erlassenden Behörden aufgehoben werden, wenn sie zum Beispiel nicht mehr benötigt werden. Erlaubnisse können zudem von vornherein zum Beispiel mit einer Befristung versehen werden. Das kommt etwa bei der Genehmigung von Stadtfesten in Betracht. Die Erlaubnis, um die Straße zu sperren und Verkaufsboden aufzustellen, gilt dann nur für die Dauer des Stadtfestes. Danach ist die Erlaubnis automatisch unwirksam. Mehr zu Nebenbestimmungen erkläre ich natürlich in einem späteren Video. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft euch weiter. Eure Fragen könnt ihr mir sehr gerne im Kommentarbereich stellen. Ich werde versuchen, diese so gut wie möglich zu beantworten. Vielen Dank für eure Zeit. Mit einem Klick auf Abonnieren könnt ihr den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.